Ich möchte nur einmal zeigen, wie man in Draw einen Würfel zeichnet. Dazu brauche ich einmal eine Schaltfläche. Und zwar nehme ich das Polygon, das gefüllte. Das packe ich unter meine Ellipse. Und dann brauche ich noch einmal ein paar Schaltflächen, um meine Würfel anzuordnen. Dann nehme ich einmal das weiter nach hinten. Das packe ich unter meine Gruppierungssachen. Das weiter nach vorne. Und dann einmal das ganz nach hinten. Ganz nach vorne. Und dann zeige ich erstmal meinen Raster an und zeichne ein Quadrat mit den Maßen 1 cm mal 1 cm. Ändere die Farbe auf schwarz und die Fläche auf grau. Und jetzt zeichne ich ein Polygon. Das Polygon, das ist ein bisschen tricky. Ich fange hier bei dem Eckpunkt an und lasse die linke Maustaste gedrückt. Ich halte sie jetzt. Das springt jetzt auch immer in diesen Rastabständen. Und an diesem Punkt lasse ich los. Und jetzt kann ich hochgehen und an dem nächsten Eckpunkt einmal kurz drücken. Und dann hier an dem Eckpunkt wieder kurz drücken. Und jetzt kommt ein Doppelklick an dem Startpunkt. Und dann ist es geschlossen. Da färbe ich jetzt auch einmal ein. Schwarzer Rand. Und ich nehme einmal eine schwarze Fläche. Und dann zeichne ich ein neues Polygon. Ich fange hier an und halte gedrückt wieder bis zu dem Eckpunkt. Jetzt lasse ich los. Und jetzt an dem Eckpunkt drücke ich einmal kurz. Hier wieder auch einmal kurz. Und jetzt ein Doppelklick an dem Startpunkt. Und dann kann ich die auch einmal einfärben in schwarzer Linienfarbe. Und Deckfarbe ist dann weiß. Das gesamte Konstrukt, das möchte ich dann auch einmal kurz gruppieren. Und das packe ich dann auch einmal in meine Sammlung hinein. Ich halte hier gedrückt, jetzt ändert sich der Fall, jetzt kann ich es hier rüberziehen. Und das kann ich jetzt auch hier einmal dann beschriften, und zwar mit dem Titel Würfel. Und jetzt kann ich das gesamte Konstrukt auch einmal dann duplizieren, wenn ich zum Beispiel Würfelbauten machen möchte. Ich halte jetzt die Steuerungstaste gedrückt, bei Mac eventuell eine andere Taste. Und jetzt kann ich das ziehen und habe den Würfel dupliziert. Wenn ich jetzt dupliziere und den Würfel nach links ziehe, dann passiert Folgendes. Das sieht nicht so richtig 3D-mäßig aus, und zwar muss ich da ein bisschen hantieren. Draw erkennt das alles als Fläche, und die Fläche, die ich neu dupliziert habe, wird über die vorherigen gelegt, und deswegen kann ich dann hier hinten spielen und kann sagen, ganz nach hinten, und dann wird das hinter die anderen bestehenden Flächen gelegt. Wenn ich die nach rechts packe, dann passiert nichts, dann wird das ganz, ganz normal über die anderen gelegt. Und wenn ich das nach links packe, dann muss ich entweder gucken, dass ich es ganz nach hinten lege oder vielleicht auch eine Ebene weiter nach hinten. Da kann man auch die anderen Tasten benutzen und dann dementsprechend meine Zeichnung anpassen. Falls du Fragen oder Anregungen hast oder einfach nur Material austauschen möchtest, freue ich mich, wenn du auf meinen Server bei Discord kommst, Mathe mit Draw. Den Link zu der Einladung, den findest du unter dem Video.